So, da sind wir beim Teil 3. Also, und es fängt natürlich wieder an mit einem ganz besonderen Sätzle. Das habe ich ja eh schon vorgelesen. Und dann geht es schon gleich weiter. Und zwar, und jetzt kommt wieder das nächste Level. Ihr seht also hier immer noch dieselben Buchstaben. Ihr wisst, ihr habt die mit Tinte, mit einer Breitfeder von Hand geschrieben. Sie sind also erfunden. Das ist nirgendwo gibt es die. Das ist also meine Handschrift, mein Alphabet kalligrafisch umgesetzt. Und ich habe ja Kinder, 4, die inzwischen alle erwachsen sind. Aber da habe ich schon gewusst, wo liegt das Problem, wo fange ich an schreiben, wo höre ich auf. Ich bin ja eigentlich fast ein bisschen zu liberal. Ich würde sagen, schau mal, wie es dir am besten tut. Aber es gibt auch Kinder, die brauchen diese rote Schnur, woran sie sich richten und halten können. So, und die Sonne beginnt immer wie am Morgen. Auch sie geht auf. Also da fängt der Tag an. Und dann geht man quasi da runter. Dann geht man drauf. Und die Pfeile zeigen auch in welche Richtung. Und dann geht man da runter und wieder darauf. Und der Mond habe ich hergenommen als zweiter Beginn. Ist halt die Nacht, aber spielt ja keine Rolle. Das heißt, wir gehen da mit der Sonne rauf, mit dem Pfeil entlang runter. Und nachher müssen wir ein zweites Mal ansetzen. Und das heißt, hier beim Mond, da gehen wir rüber. Also der Pfeil zeigt, okay? Und jetzt kann man wieder hergehen und die einfach nur ausmalen. Oder mal nachfahren mit so einem Buntstift, mit einem Bleistift, wie auch immer. Und irgendwann gibt es ja dem Kind vielleicht mal etwas Dickeres in die Hand, eine Kreide. Oder gibt es ihm einen Pinsel. Oder gibt es ihm einfach eine breitere Feder. Und dann kann er das tatsächlich irgendwann so perfekt, wie in der Schule das gewünscht ist. Aber es geht ja darum, dass man üben darf einmal, wo fange ich denn an? Und da habe ich das quasi immer Klein- und Großbuchstabe aufgeschrieben durch Symbolsprache, also Sonne, Mond und die Pfeile. Ich hätte ja auch was anderes nehmen können, aber das ist ja das, wo Kinder immer auch einen Bezug haben, wenn sie aufstehen, sehen sie die Sonne, wenn sie nachher dann mal in den Himmel schauen, dann sehen sie den Mond. Und am Pfeil, das ist immer schon so gewesen, dass das eine Symbolsprache ist für, da gibt es einen Weg in diese Richtung oder in diese Richtung. Ja, mehr erzähle ich euch im nächsten Video. Bleibt dran.